Hallo und herzlich willkommen. Just approach the edge of the solar system. It'll engage automatically. Zu einer neuen Folge von Star Control Origins. Wir bewegen uns jetzt ins Beta-Belkulär-Lala-System. In welches genau? Heimatwelt der... Die Tyvorm-Heimatwelt in Alpha Reticuli. Okay. Dazu sollen wir einfach an den Rand des Sonnensystems fliegen. Auf schnellstem Wege. Hier ist noch ein Planet. Halt! Darf ich jetzt wissen, was das ist? Bevor wir uns in die Ortsche Wolke begeben, die nicht so aussieht, wie sie hier aussieht. Und hier fliegen jetzt auch Verbündete rum, wie es aussieht. Artemis, siehst du? Habe ich mir doch gedacht. Aber da können wir nicht landen, das ist ein Gasriese. Also ein Gaszwerg. Hey, it's Artemis. Yeah, ever since we found this thing all the way out here in the 40s, scientists have been wondering if it would get more interesting. And nope. Not today. Muss aber hier Elpis. Captain, we're detecting movement on the surface. Looks like some kind of robotic drones. It might be dangerous to send the lander down unarmed. Roboterdrohnen. Es gibt halt ein Bauwerk, aber ich denke mal, da kommen wir nicht rein, ohne die Drohnen zu entfernen. Okay. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Gut, dann fliegen wir mal nach Beta Repeculae. Wie hieß das jetzt nochmal? Ich muss mal gucken. Entschuldigung. Beta Repeculae. Ich hoffe, da gibt es auch einen Autopiloten. It looks like our new hyperdrive came with a navigational system, Captain. Let's open up the map now by pressing Tab and use the search feature to find our way to Alpha Repeculae. Also hier könnte ich suchen. Alpha. Alter, wie viele Sachen gibt's denn hier? Ein blauer Riese. Alter, was ist denn das hier alles? Proxima Centauri, eh klar. Wir sind in einem anderen Sternsystem. Die Reise der Menschheit hat gerade erst begonnen. Okay, hier sind viele Freunde. Ich denke mal, wir sollen hier nach Tyvomia, das klingt nach der Heimatwelt. Und Slurm ist ein Uch. Calcium. Sollen wir eben die Ressourcen sammeln, wo wir schon mal hier sind? Kommen wir hin. So, schön im grünen Bereich bei Leben und... Yes. Der Planet, da vorne ist der Planet der Schnecken, wenn ich das richtig sehe. Sieht aber nichts. Wieso ist denn da noch ein Mond, zu dem wir nicht fliegen können? Ich komme mir betuppt vor. Ich frage mich übrigens, ob diese Felsen hier... Oh, das ist der violette, der Planet. Ich frage mich, ob diese Felsen hier auch eine Bedeutung haben. Da werden wir wahrscheinlich auch noch rausfinden. Vor allem, wir müssen ja auch irgendwas gegen Aliens tun, in Anführungszeichen, ne? Das heißt, wir brauchen noch irgendwelche Sachen. Wir wissen ja, der Lander wird ausgerüstet, wenn wir mehr Missionen erfüllen oder Sachen entdecken, scheint es. Great seeping pore! They actually came! Yep! Welcome, humans! Hallo! We greet you with many open arms. Ja, das, Chief Viscosity Officer Wimdu has already told us so much about his new friends. Hat er das? Okay, wir kommen in Frieden und suchen Verbündete. Natürlich. You wish to be our friends?
Vielleicht hilft das ja. Then of course we'll ally with you. Hä? This is the greatest day in Taiwan history. We will immediately send emissaries to your homeworld to share technology, coordinate with your leaders, and practice handshakes. So, what would you like to do now, best friend? Does anyone on your ship want a massage? Wir möchten nicht vom Sai ermordet werden. Wir würden den Sai gerne ermorden. Was sollen wir gegen die Sai unternehmen? That's going to be tricky. You've already blown up one of their ships. They hate that. Obviously. Verstecken, entschuldigen. Definitely. That'll slow down the destruction of your people by entire seconds. Das wäre nicht so hilfreich. Verstecken? Probably not, now that you've shot some of them. It might take a while, but they're going to notice a missing ship. And once that happens, it won't be long until they find Earth. Which isn't going to be pleasant for you. Nee, das wäre suboptimal. Beitreten will ich auf jeden Fall nicht. Bekämpfen? Look, we know you have a lot of gumption and spirit and nuclear weapons. So many nuclear weapons. What is wrong with you anyways? Wir haben sie einfach gern. Wir fühlen uns wirklich schrecklich. Aha. Well, even with those, you have primitive spaceships. And you don't understand hyperspace. And you only know, like, half the digits of pi. So, no. You cannot fight the Scribe. Not alone. Ja, das müssen wir Pi auswendig kennen. Das ist klar. Wir können jetzt sagen, dass du geholfen hast, ihr Schiff zu sprengen. Sie müssten uns dann... Nein. Also, no. Thanks for asking, though. We would be a big help. We know how hyperspace works, at least. Ja, I got it. We're just not big fans of getting squished by the Scribe. Sie haben schon damit gedroht, euch zu töten. Ihr habt geholfen, ihr Schiff abzu... Hm? Right. We read Wimdu's report. But that Scribe died. He's dead now. The rest of the Scribe lover... They're going to murder us all, aren't they? Yeah. Especially once they see you alive. Richtig. Having friends is dangerous. Mitunter. Maybe being unpopular was some kind of evolutionary defense for our people. Ihr werdet nicht für immer unbeliebt bleiben. Sie können nicht unbesiegbar sein. Würde sonst niemand helfen. They're not. It's just that they have thousands of ships with very big guns. And you do not. But no, they're not invincible. We've seen lots of battle-damaged Scribe ships in the last few years. Which suggests someone out there is already fighting them. Ja, weiter though we have no idea who would do such a thing. Shooting the Scribe sounds like the kind of cool activity people tend to not include us in. Welche anderen Aliens gibt es noch? There are lots of aliens around here, but most of them aren't that consequential. The Scribe mostly just leave them be. Until they become consequential, that is. And then... Pow! It's weird that the Scribe have taken such an interest in you, in fact. Das ist because aber you are extremely inconsequential. I guess you just have that kind of look to you. The look which makes evil alien empires want to wipe you out. Anyways, if you're looking for aliens who might be able to actually help you, you'll be better off talking to the Scribe's ward species. Not all of which actually like the Scribe that much. There's the Mukai. They have lots of tentacles, so you'd think they'd be good at hugging, but they don't seem into it. Their homeworld is in the Beta Pavo system. Then there's the Mengmak.
They're pretty friendly. A bunch of their ships are in the Speaker constellation. But we've seen them in lots of other places. Können wir alles merken. Oh, and then there's the Drankend. They're some kind of living weapon. They really like the Scribe and really like killing things for the Scribe. So we don't hang around them too much. You can find them in the Alpha Uxor system if you like being killed. Also, there's the Scribe. They're everywhere. Though that's probably not that helpful. Nein. So, what are you going to do? Also, ich brauche bessere Sachen für meinen Länder. What are we going to do? Wir brauchen mehr Leute. Wir werden in, ja, wir werden herausfinden, welche Ende sind. Wir bilden eine Sternflotte. So cool. Danke. Let us know if there's anything we can do to help. Ja, meine Länder, die müssen. You can have as many hugs as you need. Also, perhaps more relevantly, please feel free to commandeer any Taiwan vessels that you require. I can assure you, the Taiwan on board will be more than happy to come with you. More than happy. Like, it'll be weird. Mhm. Aber wie? Also hier gibt es auch nicht bessere Länder. Aber wir können zum Beispiel jetzt beim Outfitting mal gucken, ob die andere Sachen haben. Und wir haben ja jetzt auch Navigator Wimdu. Kennt die Geschichte, die Flash-Sternsystem ist einfach nur froh, hier zu sein. Und ich hätte gerne hier diesen Flotten-AI-Computer, damit wir diese Systeme künstlich ermöglichen, es Flottenschlachten automatisch zu steuern. Ich füge den Kapitän, der einfach nicht richtig landet. Für den Kapitän, der dieses Ding wird sein Bestes tun, für dich zu landen. Zufriedenheit nicht garantiert. Garantiert, keine Garantie. Also da sollen wir auf jeden Fall mal demnächst rein investieren. Und dann haben wir hier Taiwun-Verteidiger. Also, wir können da definitiv weitere Schiffe aufnehmen. Ich würde sagen, wir erkunden mal ein bisschen hier das System noch. Taiwun-Führer. Verteidiger. Hagel. Hello, best friends. What are you up to today? Can we come? Not as such. But we do have scientific instruments and off-board pods that are dangerous if used incorrectly. We have been known to deliberately use them incorrectly. See you later, best friends. Gut, die sind etwas komisch. Verteidigung, Forschungsschiff. Hello, best friends. Funny meeting you here. Yeah, we have to. Your ships don't really hold still while we're around. See you later, best friends. Die sind schon ein bisschen komisch, ne? Yay! Our new best friends have stopped by to hang out. This is one of our friendship colonies. Alter, die sind so schmierig. It's where we send Taiwan, who have a hard time making friends at home. Shh, I don't let them hear you. Normal colony stuff. Science, reading books. Oh, when we get in lots of arguments about comics. Of course, best friends. Cool, die kriegen wir Treibstoff. Bye. Huh. Okay, schauen wir mal, was haben wir denn hier für innere Planeten noch?
Extreme Hitze kann den Landerumpf und die Lebenserhaltung beschädigen. Möchte ich jetzt eigentlich eher nicht. Und hier? Ist ja noch mehr Hitze dann. Starke Winde. Okay, aber hier können wir unsere Theorie des Driftens mal testen. Ich jetzt versuche, in die grüne Zone zu kommen! Ich weiß noch nicht, was hier jetzt am wertvollsten ist. Wir haben hier Neon, Technetium, Krypton, Radon und Iridium. Übrigens wurde neulich auf einem abgestürzten Asteroidenteil oder irgendwas war das, eine neue Legierung oder neues Material entdeckt. Sehr, sehr spannend. Also auch die Forschung zu verfolgen, die natürlich mit der Weltraumfahrt einhergeht. Wir sehen uns jedenfalls wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, noch bis zum 7. Oktober, glaube ich. Oder bis zum 4. Ah, ich habe immer diese Zahlen und Daten im Kopf. Weiß ich nicht. Jedenfalls ist der Code noch gültig. Hoffentlich Garderoll Control. Und dann könnt ihr bei unserem fantastischen Partner Games Code sparen. Nicht nur 23% auf das Hauptspiel oder 27% oder 25% oder 18% ist auf jeden Fall viel, sondern nochmal 20% auf den Sonderpreis. So sieht's aus. So. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr das Spiel schon geholt? Und wenn ja, wie viele? Und Daumen nicht vergessen. Ne? Tschüss.